Herzlich willkommen zu einem Video der Obstbaumschule Schreiber. August ist Erntezeit, nicht nur bei den Pfirsichen, sondern auch bei Zwetschgen und noch viel, viel mehr Obstarten. Und zu dieser Zeit fällt einem dann so wirklich auf, wenn es Probleme mit Fäulnis gibt. Denn jetzt, so kurz vor der Ernte, da tut es jedem am meisten weh, wenn nicht geerntet werden kann. Deswegen erzähle ich euch in diesem Video, was die 7 häufigsten Gründe sind, warum Früchte am Baum zu faulen beginnen, und präsentiere euch auch 7 Lösungen dazu, wie ihr es vermeiden könnt. Viel Spaß beim Video. Die Grundlage für dieses Video, die stammt aus einem kürzlich neu erschienenen Buch, und zwar nennt sich das Obst natürlich anbauen, effizient, nachhaltig und bienenfördernd. Und dieses Buch wurde geschrieben von meinem ehemaligen Obstbauprofessor in der Schulzeit, Dr. Lothar Wurm. Ich kann es euch nur empfehlen, es beschäftigt sich mit diversen Obstarten, von Kernobst, Steinobst, Beerenobst, und zeigt auf, mit welchen Schlüsselschaderregern man lernen muss, umzugehen, damit man mit möglichst wenig Pflanzenschutzeinsatz und mit möglichst wenig Aufwand gesunde, nicht von Fäulnis betroffene Früchte ernten kann. Ich verlinke euch das Buch auch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Wer sich mit den Grundlagen des nachhaltigen Obstanbaus beschäftigen möchte, für den ist dieses Buch eine super Lektüre. Erfolgreicher Obstbau beginnt schon vor der Pflanzung. Denn bereits vor der Pflanzung sollte man sich festlegen, welche Obstarten, welche Sorten werden ausgewählt und welche passen bestmöglich auf meinen Standort. Generell kann man sagen, dass bei der Ernte weich werdendes Obst wie Steinobstarten oder Beerenobstarten fäulnisanfälliger sind, als dass die festeren Kernobstarten wie zum Beispiel Äpfel oder Birne sind. Ganz klar, mein Tipp deswegen an euch ist, erkundigt euch, bevor ihr Obstbäume pflanzt, bei eurer Baumschule, bei einem Obstbauern in der Region oder auch bei Freunden, Nachbarn, einfach Gärtnern, die schon längere Jahre Erfahrung mit Obstanbau bei euch haben, welche Obstarten und welche Sorten funktionieren gut, manche weniger. So kann man sich oft mit wenig Aufwand viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte Mühe ersparen und viel Arbeit, obwohl das Ganze vielleicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Wenn die Bäume dann einmal gepflanzt sind und man auch die ersten Erträge einfahren kann, dann ist es wichtig, dass diese auch von Schädlingen geschützt werden. Und es gibt so ein paar Schlüsselschaderreger, die besonders Fäulnis verursachen können. Das sind zum Beispiel im Apfelanbau der Apfelwickler, der für die wurmigen Äpfel verantwortlich ist. Beim Zwetschgenpflaumenanbau ist es der Pflaumenwickler. Bei Marillenpfirsichen beispielsweise ist es der Pfirsichwickler. Kirschen können von der Kirschfruchtfliege oder der Kirschessigfliege befallen werden. Und da gibt es jetzt noch weitere Schaderreger, wie zum Beispiel den Ohrwurm, der eine ganze Palette an Steinobstarten, im ganz extremen Fall sogar Kernobst, anfressen kann. Viele dieser Schaderreger kann man jetzt mit einfachen biologischen Maßnahmen und ohne direkten Pflanzenschutz in den Griff bekommen. Eine dieser Maßnahmen ist zum Beispiel, dass man den Ohrwurm, der lichtscheu ist, mit Bambusfallen kontrollieren kann. In diesen versteckt sich nämlich der Ohrwurm bei Sonnenschein. Hier drin sind eine ganze Menge Ohrwürmer. Ich schätze, das waren jetzt insgesamt ca. 20. Und wenn man diese Bambusfallen vor der Ernte mehrmals, zum Beispiel von Pfirsichbäumen, die der Ohrwurm sehr, sehr gerne anfrisst, beziehungsweise die Pfirsichfrüchte, die der Ohrwurm sehr gerne anfrisst, zu Kernobstarten wie Äpfel und Birnen umsiedelt, dann hat man hier einen Schädling zum Nützling gemacht, weil die weichen Pfirsichfrüchte nicht angefressen werden, die harten Äpfel tendenziell auch nicht, aber bei den harten Äpfeln frisst der Ohrwurm andere Schädlinge, wie zum Beispiel Blattläuse. Dann gibt es auch noch weitere Maßnahmen, die kein direktes Pflanzenschutzmittel benötigen, wie zum Beispiel das Einnetzen von Obstbäumen. Das machen wir in unserem Betrieb zum Beispiel gegen die Kirschblattläuse.
Essigfliege. Wir schützen unsere Kirschbäume mit ganz engmaschigen Netzen. Die haben eine Maschenweite von 0,8 x 0,8 oder 1 x 1 mm. Und diese Netze sind so dicht, dass die Kirschfruchtfliege nicht zur Frucht gelangt, keine Eier ablegen kann auf der Frucht und dadurch auch keine Schäden verursacht. Die Wicklerarten, die ich vorher genannt habe, wie zum Beispiel Apfelwickler, Pflaumenwickler oder Pfirsichwickler, die kann man mit Dispensern, mit Pheromonen verwirren. Wichtig ist aber hierbei zu beachten, dass diese Pheromone eine kritische Fläche benötigen, eine Mindestfläche, damit auch wirklich die Konzentration an Duftstoffen in der Luft erreicht wird, damit die Insekten ausreichend verwirrt werden. Deswegen ist diese Maßnahme vor allem für den erwerbsmäßigen Anbau gut geeignet. In Gärten funktioniert sie weniger effektiv. Wenn es beispielsweise ganze Gartensiedlungen oder Vereine gibt mit aneinanderliegenden Gärten, die sich zusammenschließen und die gemeinsam diese Schadinsekten verwirren, dann ist es natürlich auch wieder eine schöne Alternative zu anderen Pflanzenschutzmitteln. Tipp Nummer 3 ist, auf die richtige Erziehung seiner Bäume zu achten. Und dabei möchte ich jetzt nicht sagen, dass ein Erziehungssystem besser ist als das andere. Man kann seine Bäume als Spindel, als Hohlkrone, in Spalieren erziehen, wie man das möchte. Aber man sollte immer dabei beachten, dass man eine luftige, lockere Kultur und keinen zu dichten Baumwuchs hat. Warum sollte man das berücksichtigen? Locker, luftig erzogene Bäume trocknen nach Niederschlägen deutlich schneller ab und weniger Feuchtigkeit im Baum führt auch zu weniger Fäulnisbildung. Auch übermäßige Düngegaben sollten unbedingt vermieden werden. Immer mit Maß und Ziel arbeiten bei Schnitt und Düngung. Denn vor allem zu hohe Düngegaben mit dem Nährstoff Stickstoff fördern zu starkes, mastiges Triebwachstum, machen dichte Bäume. Zu viel Stickstoff fördert auch das Aufplatzen von Früchten und die Summe dieser Faktoren fördert wieder massiv einfach Fäulnis an den Bäumen. Nicht nur zu viele Triebe, sondern auch zu viele Früchte sind ein Problem am Baum. Ganz besonders dann, wenn diese in Clustern zusammenhängen, also wenn sie in bündelweise so zusammenhängen, dass sie sich gegenseitig berühren. Denn dann kann erstens an diesen Berührungspunkten die Frucht langsamer abtrocknen, es bleibt dort länger Wasser stehen. Das sind dann oft diese Punkte, an denen Fäulnis beginnt. Und dann hat man nicht nur eine Frucht wegen Fäulnis verloren, sondern oftmals gleich mehrere oder eben einen ganzen Fruchtcluster. Die Lösung dafür, die ist ganz einfach gezieltes Ausdünnen. Das heißt, die Fruchtanzahl am Baum reduzieren, das ist überhaupt die allerwichtigste qualitätsfördernde Maßnahme, die man so unterm Jahr treffen kann, unter der Vegetation machen kann. Das heißt, man reduziert überzählige Früchte am Baum, sodass einfach ein gutes Blatt Fruchtverhältnis übrig bleibt, dann hat man wirklich schön große Früchte mit einer spitzen Qualität. Wenn es dann einmal zu Fäulnis gekommen ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Früchte auch zu entfernen und ja nicht am Baum zu belassen. Denn befallene Früchte werden dann in weiterer Folge zu sogenannten Fruchtmumien. Ich habe hier jetzt einen Trieb für euch, den ich vorher gerade gesucht habe. Hier habe ich eine von Monilia befallene Frucht, Monilia Fruchtfäule. Und was man hier schon sieht, ist, dass der Pilz von dieser befallenen Frucht hier schon ins Holz geht und hier auch schon die Blätter, den Trieb, das Holz hier drunter geschädigt hat. Das heißt, alles, was vor dieser befallenen Frucht wächst, das wird in weiterer Folge dann absterben, wird dürr werden und man sollte es tunlichst vermeiden, dass dieser Pilz hier weiter ins Holz geht. Wenn man jetzt solche befallenen Stellen hat, dann würde ich empfehlen, beim nächsten Schnitt dahinter zu schneiden, ins gesunde Holz zurück, so dass man dann, wenn man die Schnittstelle betrachtet, keine braunen Stellen mehr sieht, sondern eine vitale, saftig grüne Schnittstelle hat. Und natürlich noch viel wichtiger, man sollte es gar nicht dazu kommen lassen, dass verfaulte Früchte am Baum hängen bleiben.
Ganz schlimm ist es dann, wenn sie über den gesamten Winter hinweg als Fruchtmumie am Baum verbleiben, denn dann sind sie im darauffolgenden Jahr regelrechte Sporenschleudern. In einer so einer Fruchtmumie können Millionen von Pilzsporen sein, die dann ein enormes Infektionspotenzial fürs nächste Jahr schaffen. Und es wäre absolut verkehrt, die Fruchtmumien am Baum zu belassen, aber dann in weiterer Folge mit Pflanzenschutzmitteln gegen Fruchtfäule oder generell gegen Spitzentüre zum Beispiel beim Steinobst zu bekämpfen. Deswegen immer vorbeugend schauen und Pflanzenschutzmittel sollten dann der letzte Ausweg sein. Wenn man nun seine Hausaufgaben gemacht hat und trotzdem Probleme mit Fäulnis entstehen, dann kommt man manchmal um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einfach nicht herum. Hierbei stehen jetzt im Bio- und Liebhaberanbau vor allem Mittel auf Kaliumhydrogencarbonat, Kupfer- oder Schwefelbasis zur Verfügung. Ganz wichtig dabei ist jetzt, den Zeitpunkt der Mittelausbringung richtig zu wählen, denn ein falscher Zeitpunkt kann nicht nur keine Wirkung zur Folge haben, sondern teilweise sogar Schäden anrichten. Ich bringe es jetzt am Beispiel Pfirsich, weil ich hier gerade vor Pfirsichbäumen stehe. Eine Kupferbehandlung im Februar kann beispielsweise beim Pfirsich sehr wirksam gegen die Kräuselkrankheit sein. Kurz vor der Blüte, da kann eine Kupferbehandlung eine sehr gute Wirkung gegen beispielsweise Pseudomonas oder Monilia haben und dadurch Fruchtschäden vorbeugen. Eine Behandlung nach der Blüte, die kann zu Blattfall und Fruchtschäden führen. Generell kann man sagen, dass Behandlungen gegen Fäulniserreger vor allem in der Blüte und dann mit zunehmender Fruchtreife besonders effektiv sind. Bei beginnender Fruchtentwicklung ist es oftmals so, dass Schäden, ob sie beispielsweise von einem Insekt, von Hagel oder von sonst wo gemacht werden, oftmals noch gut verkorken und dann die Frucht zwar einen Schönheitsfehler hat, diese aber bedenkenlos für beispielsweise alle Verarbeitungszwecke verwendbar ist. Hier habe ich für euch jetzt zum Beispiel einen Tellerpfirsich, der schon sehr früh im Jahr hier rund um den Steinkern aufgeplatzt, gerissen ist. Das machen sehr viele Tellerpfirsichsorten leider sehr häufig. Das ist aber frühzeitig im Jahr passiert. Das ist hier verkorkt, das ist fest. Ich kann jetzt aber trotzdem diesen Pfirsich bei Vollreife, der ist etwas zu früh herabgenommen, könnte ich ihn normal genießen, bedenkenlos genießen und der macht mir keine Probleme, den kann ich auch bedenkenlos verarbeiten. Hier haben wir ebenfalls einen aufgeplatzten Pfirsich, allerdings einfach nur mehrere Wochen später im Jahr. Hier war die Frucht dann schon saftiger, reifer und die Frucht ist komplett dahingefault, ist natürlich nicht mehr verwendbar. Und auch hier habe ich jetzt beispielsweise nur so einen ganz kleinen, feinen Riss, der innen verkorkt ist. Der stellt natürlich ebenfalls kein Problem dar. Generell kann man auch sagen, je feuchter der Standort und je feuchter das Jahr, mit desto mehr Fäulnisproblematik hat man zu kämpfen. Eine Ergänzung auch noch zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist, dass diese im Regelfall möglichst kurzzeitig vor Niederschlägen ausgebracht werden sollten und nicht bei trockenem Wetter mehrere Tage oder Wochen vor Infektionsrisiko. Eine möglichst knappe Behandlung vor Niederschlägen macht die Behandlung maximal effizient. In besonders regenreichen Jahren kann es deswegen notwendig sein, seine Pflanzen vielleicht öfter oder besser zu schützen, als in Jahren, die ohnehin sehr, sehr trocken sind. Im heurigen Jahr liegen wir leider bei einem ganz gewaltigen Wasserniederschlagsdefizit. Wir haben ein Viertel weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt und das, obwohl wir ohnehin schon eine Trockenregion sind. Bei uns haben wir unter anderem auch deswegen heuer einen sehr geringen Druck, was Fäulnis betrifft. Je feuchter der Standort, desto wichtiger ist es, Obstart und Sorte richtig zu wählen. Wenn ich in einem sehr regenreichen Gebiet mit beispielsweise mehr wie 800 mm Niederschlag beheimatet bin, dann sollte ich in diesen Gebieten vielleicht eher auf den Anbau von Tellerpfirsichen, Marillen, Nektarinen verzichten oder diese mit den nötigen Maßnahmen, wie zum Beispiel Pflanzung an der Hausmauer, unter Foliendach im Erwerbsobstanbau pflanzen, dann können sie wiederum funktionieren. Hier schließt sich jetzt der Kreis wieder zu Punkt 1. Erkundigt euch im Idealfall bei euren Baumschulern, Obstbauern oder einfach erfahrenen
Leuten, welche Obstarten bei euch besonders gut geeignet sind. Wir selbst haben auf unserem Standort schon über 1000 verschiedene Sorten quer über alle Obstarten getestet und unter anderem ist ein Selektionsziel dabei, wenn wir schon bei den Tellerpfirsichen waren, Sorten herauszufinden, die besonders wenig platzen. Vor allem ältere Tellerpfirsichsorten haben da oft sehr große Probleme, modernere schon deutlich weniger und damit dann unseren Kunden die beste Beratung und schlussendlich natürlich auch die besten Bäume anbieten zu können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal, liked das Video und schreibt uns gerne auch einen Kommentar und seid gespannt auf die folgenden Wochen und Monate, denn wir haben eine ganze Serie geplant, wie man mit möglichst wenig Pflanzenschutzeinsatz und generell mit möglichst wenig Aufwand tolle Früchte produzieren kann, indem man auf ein paar Schlüsselschaderreger Acht gibt, einige davon, wie zum Beispiel Monilia, Apfelwickler, Pflaumenwickler, die sind auch schon in diesem Video vorgekommen. Aber wir möchten für euch wirklich für jede Obstart ein eigenes Video machen, worauf ihr ganz gezielt bei dieser Obstart aufpassen solltet. Im vergangenen Jahr haben wir auch schon eine ganze Serie an Videos gedreht, welche Arbeitsschritte in welchem Kalendermonat besonders wichtig sind. Ich verlinke euch diese Serie an dieser Stelle auch nochmal in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Die Inspiration für diese neue Videoserie, die stammt aus dem vorhin schon erwähnten Buch Obst natürlich anbauen von meinem Professor Dr. Lothar Wurm. Wer nicht auf Videos warten will, sondern sofort alle Informationen wissen möchte, der holt sich am besten dieses Buch. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Der Verlag Dr. Friedrich Pfeil, der hat überhaupt eine gute Buchreihe zum Thema natürlichen, ökologischen Gärtnern. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Bolsdorf und eine super Ernte ohne Fäulnis.